Servus, ich befinde mich auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände, wie man es hier schon im Hintergrund sehen kann. Das hier wird hier auch noch genutzt von Privatpersonen, das wird vermietet, aber ich gehe jetzt auch gleich noch zum Lost Place, wo es auch schon recht verkommen ist. Hier die teilweise auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier wurde teilweise Munition drinne gelagert und das Gelände hier ist noch recht groß und ich werde euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Ist auf jeden Fall spannend, das heißt, ich nehme euch jetzt mal mit. So, das sind hier die ehemaligen Munitions- und Sprengstofflager. Man sieht das schon recht gut, jetzt gerade hier nicht so, aber das ist in mehr oder weniger ein Erdhügel oder soll ein Erdhügel sein, der komplett von draußen bewachsen und bepflanzt ist. Ich suche das jetzt mal ein bisschen aufzufangen. Ja, man sieht das, denke ich mal, schon ein bisschen. Oder das heißt ein bisschen, man sieht es ganz gut. Ja, wie gesagt, hier wurde früher im Zweiten Weltkrieg Sprengstoff gelagert und auch Munition gelagert, die hier in der Nähe dann im Endeffekt auch hergestellt wurden. Nee, aber das hier, der Teil auf jeden Fall, würde ich sagen, das war mal so Duschen oder irgendwas Ähnliches, ne? Deswegen glaube ich, das war eher hier so ein Waschbereich und teilweise ist hin und hier die Hähne. Ja, das kann sein. Ja, sieht dann doch mehr so wie eine Dusche aus, ne? Dass das wahrscheinlich hier so unten, genau, und dann hier unten dann die, genau, weil hier auch hier an der teilweise, ich weiß nicht, ob es hier war, auf jeden Fall vorne, da hat man auch noch hier so Metall. Dann waren wahrscheinlich hier dann so die Vorhänge oder ähnliches da dran. Das kann gut sein. Ja gut, wenn das die letzten 100 Jahre gehalten und das noch so gut aussehen tut, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt in den nächsten paar Wochen runter. Aber das Graffiti hier ist echt geisteskrank gut. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Unten ist auch noch mal irgendwas gefliestes. Das ist auch das Einzige, was hier noch wirklich ganz ist. Und hier unten. So, hier geht's nochmal runter. Ja, ich weiß, ich werde jetzt allgemein mal gucken, weil ich hier was ziehen. Ich habe die an. Ja, hier ist es natürlich auch wieder, das ist auch dieselbe Stelle, wo wir schon mal hier drinnen gewesen sind, weil hier ist es nämlich klitschnass. Ja, hier ist es auf jeden Fall echt nass. Hier steht das Wasser richtig drin, aber das Wasser ist echt klar. Hier steht 20 cm Wasser, ist aber komplett klar. Ist da aber nochmal groß? Ich kann das ganz schwer einschätzen, weil viel weiter kann ich nicht gehen, weil ich sonst komplett. Das ist ein richtiger Tunnel da drin. Ja, hier hinten geht es auch nochmal links weiter. Also, so wie es aussieht, ist das komplett 1 zu 1 nochmal von der Größe unterkellert. Hier würde mich auch mal interessieren, was das gewesen ist. Hier liegen auch wieder die ganzen Fliesen auf dem Boden. Weil hier ist alles zugemauert, außer das Fenster und das Tor hier hinten. Also hier hat der ein oder andere mal so ein paar Reifen entsorgt, ne? Ach, hier sind auch die Öltanks, die wir schon mal. Boah, hier stinkt es auch sowas von stark nach Heizöl. Die sind auch ganz sicher, sind da noch Reste drin. Ich glaube, da sieht man auch ein bisschen, dass da unten noch so ein Restschluck drin ist. Ja, hier haben die echt aber unnormale Mengen an Reifen entsorgt. Teilweise mit Felge. Aber teilweise kann man das nutzen. Ja gut, da kannst du ja mal gucken, was die für ein Jahr haben. Die sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber hier sieht man, dass das hier ist deutlich erhaltener vom Boden und sowas und auch von der Decke. Aber hier haben sie es zugemauert. Also hier ist es deutlich erhaltener als das drüben, was wir jetzt als erstes drin gewesen sind. Ne? Ja, ich glaube, das Ding kannst du mehr oder weniger abreißen. Ich glaube, das ist alles so feucht. Ich war schon die Boah, es stinkt aber auch echt stark nach Heizöl hier drin. Ne?
Oh, hier ist die Dämmung, kommt auch aus der Tür raus. Also wer jetzt hier noch ein Tor brauchen tut, der kann mich gerne anschreiben. Das sind ungefähr 3 Meter hohe Metalltore. Wahrscheinlich von den Buchern. Ach nee, das sind andere Buchern, die haben hier richtig mit. Ja. Auch gut. Der eine Raum jetzt hier vorne ist zugemauert, da kommt man nicht durch. Und der Raum jetzt ist hier offen zu dem anderen. Aber echt merkwürdig, dass die teilweise hier die Türen zugemauert haben und dann teilweise wieder nicht. Macht irgendwie gar keinen Sinn, warum die das gemacht haben. Ah, hier ist auch noch zugemauert. Aber hier ist es erst recht spät aufgemacht worden. Ja, das sieht noch recht frisch aus, dass das geöffnet wurde. Guck mal hier tropft der Kalk runter. Hier bildet sich so ein Ja, ist ja so ein Tropfstein-Dings, mehr oder weniger. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Also in der Größe auf jeden Fall auf dem Boden. Also ich habe das schon mal gesehen bei einer Decke oder sowas, dass das da durchgetropft ist und dass da so kleine waren. Aber da hinten, guck mal, wie groß der ist. Guck mal, da oben, guck mal hier da oben, da sieht man das, habe ich schon mal so gesehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch auf dem Video erkennen kann, aber... Das nicht mal in der Tropfsteinhöhle auch gesehen? Ja, ja, klar, ja, ja, aber da sowas... Ja, ja, das dauert ewig lange. Und wenn man das anfasst, dann geht's kaputt. Genau, dann wird das so braun. Das heißt, hier hat jemand schon mal das angefasst gehabt. Aber man sieht auch hier hinten, überall kommt es durchgetropft. Aber man sieht hier, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, hier sind auch so ganz kleine so Tropfsteine. Okay, hier ist einfach mal wahrscheinlich so ein Abstellraum gewesen. Und guck mal, hier hinten ist der noch größer. Mit Rost dann noch verbunden. Aber der ist bestimmt fast 10 cm hoch. Guck dir mal an, wie hoch der ist. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Halle 2 davon rein. Die ist auch deutlich höher. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass hier eventuell mal Fahrzeuge drin gestanden haben. Jetzt habe ich mich ganz gut erschreckt gehabt, weil mir ein Stock unter dem Fuß kaputt gebrochen ist, der sehr laut war. Ja, hier haben sie die Fenster wahrscheinlich entsorgt. Da hinten liegt irgendeine Dämmungswolle. Ach, du bist Ja. Oh, da hinten noch eine alte Tür, die nehmen wir mit. Ja. Nee, aber hier würde ich mal sagen, haben die mal Fahrzeuge oder sowas drin gelagert gehabt, weil sonst macht die Deckenhöhe keinen Sinn. Aber hier ist auch wieder nur ein Tor drin. Ist auch wieder komisch, ne? Weil man hat hier nur ein großes Tor, wo man überhaupt mit dem Fahrzeug rein konnte. Jetzt ist das Ganze hier nochmal von außen aufgenommen. Auch nochmal mit Graffiti und den kaputten Scheiben. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, das war es jetzt auch schon im Endeffekt gewesen von den ehemaligen Bundeswehr-Lost Place. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Wie gesagt, ich war hier schon mal vor anderthalb Jahren oder wir waren hier schon mal vor anderthalb Jahren. War auf jeden Fall interessant gewesen, jetzt auch nochmal das ein bisschen später zu sehen in der Jahreszeit, weil jetzt ist es ein bisschen heller gewesen, man konnte ein bisschen mehr erkennen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, ihr kennt das. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Lost Places, dann schreibt das auch in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne nochmal reinschreiben im Endeffekt, was ihr glaubt, wie alt das jetzt Ganze hier ist. Also da vorne war ja auf jeden Fall was gewesen, wo wir nicht rein konnten, was auch noch im Privatbesitz ist, was aus dem Zweiten Weltkrieg gestammt hat. Aber ob das hier aus dem Zweiten Weltkrieg ist oder erst später gebaut wurde, das kann ich euch nicht sagen. Also schreibt es mal in die Kommentare. Macht's gut. Ciao.